Neuer Shop kommt jetzt hier mal wieder in wenigen Sekunden. Ich bin sehr gespannt, was heute Neues reinkommen wird. Seltenes, komisches, verbuggtes. Gerne Video liken, Kanal abonnieren, falls ihr neu da seid. Was ich schon mal hier sehe bei meinem Item Shop, das, was ganz unten immer ist, war jetzt gerade bei mir ganz oben. Warum auch immer. Und es ist immer noch ganz oben bei mir. Gemtracks laden nicht. Hier ist aber nichts neu, aber. Okay, ist ganz, ganz komisch, der Bereich hier. Hier hat sich nichts getan, nichts getan. Ach, jetzt sehen wir auch auf einmal den normalen neuen Item-Shop jetzt hier. Iron Spider bleibt natürlich noch weiterhin drin. Balvin genauso. Unverändert, 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 unverändert. Karol G bleibt noch im Shop drin. Das werden wir noch wochenlang sehen. Das können wir alles gemütlich skippen. Wann verschwindet nochmal das hier? Am 4.9. Okay, das bleibt auch noch ein paar Tage drin. Hat sich nichts getan, nichts geändert, auch nichts geändert. Was sich auch nicht ändern sollte, ist übrigens, falls ihr mich supporten wollt, denkt dran, hier auf den Button zu drücken, in das weiße Feld, einfach rein da einzutragen. Ganz genau so. Suchen drücken, kurz warten, abbrechen drücken, Kurs geht raus fürs Eintragen und supporten. Wir sind wieder nach oben geswitcht. Also dieser Bug ist irgendwie relativ neu. The Witcher, cooler Stuff. Sehr, 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 sehr wild. Bis jetzt noch keine einzige Änderung und wir sind schon lange, muss ich sagen, am Scrollen. Wow. Okay. Wie random. Ich finde es schon irgendwie random, dass die Avatar-Kooperation jetzt komplett wieder da ist. Ist auch gar nicht so lange her. Das Einzige, was irgendwie aktuell ausgelassen wird, ist DC, meine ich, war schon jetzt länger nicht mehr da gewesen. Und Naruto. Klar, und so kleinere Kooperationen wie Ferrari und so, die sind jetzt auch schon länger weg gewesen. Aber irgendwie komischerweise kommen fast immer dieselben Sachen nur in den Shop rein. Ja, Skin finde ich nice, Backling finde ich trash, Spitzhacke. Hat einen sehr, sehr stabilen Sound, erinnert mich ganz stark an die Golfschlägerspitzhacke. Wenn nicht sogar fast derselbe Sound. Dann gibt es einmal noch den Skin hier, finde ich jetzt nicht so nice. Nö, Lego-Variante, ja, ist in Ordnung. Backbling, nö, dreimal nein. Spitzhacke, auch nicht so nice. Auch nicht so nice. Nö, wann verschwindet das Ganze? Erstmal abchecken. Am 3. Okay, das. Ich habe jetzt 3. zu 3 gesagt. Stark. Kommentiert einfach Sprachfehler in die Kommentare, wenn ihr bisher geschaut habt. Am 3.9. verschwindet das Ganze. Was haben wir hier? Also, ihr bekommt das Ganze hier als großes XXL-Bundle und als zwei kleinere Bundles einzeln. Dann haben wir noch das hier am Start. Ich finde den Skin irgendwie nice. Der hat irgendwie was. Ist irgendwie ein cooler Skin. Lego-Variante. Passt auf jeden Fall. Und das hier, ich schwör's euch, das erinnert mich immer an Wrestling. An diese Gürtel. Aber ist logischerweise nicht von Wrestling. Ist von Avatar. Spitzhacke. Nicht so meins. Da finde ich echt den Skin und Backbling am besten. Das Emote ist nicht schlecht. Irgendwie lustige Musik. Ja. Emote ist nicht schlecht. Auch wenn nicht wirklich viel passiert. Ich finde es irgendwie nice. Das Ganze kostet einzeln 500 V-Bucks. Dann. Keine Änderung. Nö, hier gab es keine Änderung. Die Banner-Skins habe ich aber jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr im Item-Shop gesehen. Sind an sich keine schlechten Skins. Ihr könnt die Farbe ändern. Ihr könnt hier das Banner-Logo von euch drauf machen. Also immer das, was ihr in eurem Spind habt. Wo ist das? Wo ist das? Das ist, boah, dieser Spind ist so unübersichtlich. Man muss gefühlt immer suchen. Also alles, was ihr hier einstellt. Theoretisch gesehen, wenn ich jetzt hier die Farbe so mache. Vielleicht, wo sind meine ganzen Banner? Warum habe ich nur so wenig Banner? Icon, hä? Wo sind meine ganzen Banner? Okay, ist ja auf jeden Fall egal. Wir wählen einfach das hier aus, anwenden. Dann gehen wir mal zurück und der Skin müsste jetzt theoretisch gesehen meinen Banner drauf haben. Genau, und die Farbe. Also da könnt ihr die Skins quasi einstellen. Skins finde ich nicht schlecht. Ich finde aber die weiblichen deutlich besser. Lego-Varianten ein bisschen Trash. Ja, also die männlichen. Naja, nicht so nice. Nö. Nö und nö und nö. Alle Skins kosten 2000 V-Bucks. So an sich ist es schon ein schmackhafter Preis für so viele Skins. Die sind gefühlt alle nice. Ja, das sind wirklich coole Skins. Keine nervigen Seitentaschen oder so. Sehr, 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 sehr fresh. Gefällt mir gut. Lego-Varianten, ja, finde ich alle trash. Auch kein schlechter Skin. Lego-Variante trash. Die ist für mich somit die beste vom Set hier. Sehr, sehr wild. Lego-Variante. Finde ich trash. Und die ist auch not bad. Sehr, sehr coole Skins. Und dann bekommt ihr alles immer einzeln zu kaufen. Vor allem einzeln sind es richtig stabile Skins.
vom Preis her. 800 V-Bucks für einen Skin, wo ihr ein bisschen was einstellen könnt. Finde ich schon nicht schlecht. Vor allem, wenn ihr OG-Banner habt, könnt ihr damit schon gut flexen. Was ist das hier? Finde ich auch nicht schlecht. Die Lackierungen könnt ihr auch so umgestalten, wie ihr Bock habt mit eurem Banner. Das hier genauso. Finde ich aber nicht so nice. Das Schild finde ich extrem cool. Die Pickaxe. Auch nicht schlecht. Das hier. Ja, an sich kein schlechtes Emote. Aber auch nichts Krasses. Der Gleiter ist eine 10 von 10. Ist ein sehr, sehr cooler Gleiter. Nur was ich erst jetzt bemerke, seit wann ist hier so Camouflage an den Seiten? Okay, das finde ich zerstört so ein bisschen den Gleiter, aber trotzdem finde ich den cool. 400 einzeln, 400 für das hier, 500 Emote. Okay, alles einzeln, 500 V-Bucks. Okay, okay. Wie lange bleibt der Stuff eigentlich noch? Okay, also es bleibt sehr, sehr viel, sehr, sehr lange im Itemshop drin. Das hier bleibt unverändert, unverändert, unverändert. War schon gestern alles drin. Das hier war nicht gestern drin. Was haben wir hier? Sieht ein bisschen special aus, muss ich sagen. Die Seite hier. Skin. Keine Ahnung, was das für ein Skin ist. Gefühlt noch nie gesehen. Kapitel 2 Skin. Okay, der ist schon gut alt. Bestimmt nicht oft im Itemshop da gewesen. Ich check das mal gleich ab, wie selten es war. Aber kein schlechter Skin. Ich kann mich null an den erinnern. Genauso wenig wie die Spitzhacke. Stabile Spitzhacke. Gefällt mir gut. An die kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Sehr, 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 sehr stabiler Skin. Gefällt mir gut. Kam auch, meine ich, zu Chapter 2 Season 1 raus. Genau. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber an den anderen Skin tatsächlich rein gar nicht. Backbling. Nö. Ist Trash. Spitzhacken. Der Sound ist extrem leise. Krass. Ja, ja. Aussehen tun sie nicht schlecht, aber Sound und doppelhändig, naja. Dann haben wir das Bundle wieder reinbekommen. Die Skins waren doch aber vor kurzem da gewesen. Zumindest warst du vor kurzem da gewesen. Ist ein stabiler Skin. Lego-Variante ist gut. Backbling, Alter. Das ist riesengroß. Riesengroß. Der Skin ist irgendwie nice. Der gefällt mir schon gut. Ein guter Skin. Lego-Variante sieht ein bisschen trash aus. Backbling. Ja, passt halt zum Skin, aber würde ich nicht spielen. Die Spitzhacke ist nicht schlecht, aber ich finde die hier, die ist schon krass. Lässt sich auch gut damit spielen. Lackierung. Ja, gefällt mir schon. Aber geiler wäre es, wenn das Weiße überall wäre. So an sich nichts Schlechtes, aber auch nichts ultra krasses. 1,5 einzeln. 2k für den Skin. 800, 1,2. 500 für die Lackierung. Ich glaube tatsächlich, dass es schon war, oder? Mit den ganzen Änderungen. Ja, tatsächlich. Wir sind mit dem Itemshop durch. Lass mal abchecken. Seltener Stuff. Bestimmt ist irgendwie so 3, 4, 5 Sachen selten gewesen. Ja, ja, okay, wir haben sogar zwei seltene Dinge drin. Es sind tatsächlich nur Spitzhacken heute selten. Und zwar nichts von hier. Und zwar nur hier. Krass. 371 Tage und 477 Tage alt. Okay, das war's auch hier mit dem Itemshop. Ansonsten noch ein paar kleine minimale Infos. Das hier ist das Crew-Paket, was ab morgen verfügbar sein wird. Ich finde den Skin irgendwie nicht schlecht. Den finde ich irgendwie nice. Da sind so alle Skins drauf. Hier Fluff, Bananen, Lama, Teddy. Sehr, sehr nicer Skin irgendwie. Ansonsten wurde es jetzt auch nochmal bestätigt. Das Auto kommt auf jeden Fall zu Fortnite auch rein. Der 1er BMW hier. Und einmal hier anscheinend auch diese Buddy Kits oder so. Finde ich irgendwie funny, das hier. Sieht lustig aus. Ansonsten checkt die Beschreibung ab für günstige Spiele, günstige PSN-Karten. Gibt es alles Mögliche. Switch, Xbox, PlayStation. Alles günstiger. Link dazu in der Beschreibung. Und auch der Link zu der WhatsApp-Gruppe findet ihr unten in den angepinnten Kommentaren.